bereit für den Tanz? Hallo, seid ihr schon bereit für den Tanz? Ja! Ich hab nichts gehört, seid schon bereit? Ja! Nein, ich feiern Fasching, jeder ist dabei. Hi, wir feiern Fasching, jedes Jahr aufs Neu. Willst du Prinzessin sein, dann hüpf auf einem Bein. Dreh dich zum Partner um und tanz im Kreis herum. Hi, wir feiern Fasching, jeder ist dabei. Hi, wir feiern Fasching, jedes Jahr aufs Neu. Hi, wir feiern Fasching, jeder ist dabei. Hi, wir feiern Fasching, jedes Jahr aufs Neu. Willst ein Pirat du sein, dann hüpf auf einem Bein. Dreh dich zum Partner um und tanz im Kreis herum. Hi, wir feiern Fasching, jeder ist dabei. Hi, wir feiern Fasching, jedes Jahr aufs Neu. Das ist der neueste Tanz. Faschingsfest hier in Alt-Erlich darf euch im Namen der SPÖ Alt-Erlach und der Kaufleute ganz, ganz herzlich begrüßen. Die Begrüßung ist mir immer wieder eine Freude, bei den tollen Veranstaltungen des Wohnparks mit dabei zu sein. Die Kooperation Geschäftsleiter SPÖ Alt-Erlach ist bereits angeschnitten worden. Dir, lieber Alexander, sage danke dafür, dass du Sprecher der Kaufleute bist, die immer wieder tolle Angebote und tolle Dienstleistungen haben. Und dir, liebe Susanne Deutsch, sage ich danke für dein politisches Engagement. Das im Wesentlichen sich auch immer an den Interessen der Wohnparkbewohnerinnen und Wohnparkbewohner orientiert. Ihnen viel Vergnügen. Ja, wir von der Freien der Kaufleute wünschen auch schon mittlerweile zum traditionellen Kinderfasching viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Danke. Okay, ich zeige es mal vor und ho! Okay, jetzt im Buch mit mir gemeinsam und ho! So laut wie ihr könnt. Und ich glaube, das geht auf eine Spur leid. Lauter und sehr gut, noch einmal. Oh, ich kann es. Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Toll! Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich einer miteinander zwei Kinder bei den Hühnern, damit sie nicht verblasen werden. Jetzt müssen rein, können wir nicht das aufnehmen. Ja, habt ihr das auch verstanden? Okay, dann fort. Wir zurück. Und zeige ich euch einen ganz einfachen Hip-Hop-Schritt. Und zwar machen wir mit dieser Richtung eine Schritt zur Seite. So, und dann mit dem Banjo. Wer von euch hat denn schon mal so ein Banjo gesehen? Wisst ihr, was das ist? Ja, meine nicht die Knusperige. Okay, ein Banjo schaut so ähnlich aus wie eine Gitarre, nur dass das vorne so eine Trommel drauf hat. Okay? Das heißt, wenn wir mit dem Klopfen fertig sind, dann spielen wir alle gemeinsam auf dem Banjo. Schaut das so aus, als würden wir Luftgitarre spielen. Macht ihr da einfach mal mit. Mit der einen Hand vom Bauch ein bisschen drüber streifen, mit der anderen. Thank you.
nossa, e assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, o prazer se mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Eins, zwei, drei, komm, sitz hier und schon hat. Hier ist ja wieder nichts funktioniert. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Nein, Zauberspruch, ich brauche einen Zauberspruch. Bitte einen richtigen Zauberspruch. Ah, das ist einfach genau, oder 7, 2, oder 4. Wisst ihr was, wir machen das am besten gemeinsam. Ich zähle bis 3, dann sagen wir alle 7, 2, oder 4. Ja? Eins, zwei, drei, 7, 2, oder 4. Seht ihr? Und schon ist die Schnur ganz gerade geworden. Eins, zwei, drei. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt jemand zaubern von euch. Wer traut sich zu mir auf die Bühne? Wer zaubert mit mir gemeinsam? Kommst du gleich hinaus zu mir, genau. Aber erst etwas später. Wir werden versuchen, die Ampel gemeinsam zusammenzustellen. Welche Farbe ist denn ganz unten bei der Ampel? Grün, genau, richtig, sehr gut. Aber hey! Ihr seid große und bescheidene Kinder, ich mach's für euch schwieriger. Ich werde die Ampel einfach zudecken. Welche Farbe kommt in die Mitte? Gelb, genau, du hast den gelben Ball, sehr gut. Und welche Farbe ist ganz oben bei der Ampel? Rot ist ganz oben, du hast den roten Ball, schau. Gibst du den roten Ball da hinein? Sehr gut, so. Jetzt haben wir alle gut aufgepasst, seht ihr? Rot, gelb und grün. Das heißt, so schaut die Ampel richtig aus, seht ihr? Ja? Rot. Das stimmt doch gar nicht. Rot ist ja nicht in der Mitte bei der Ampel. Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Das müssen wir noch einmal ausprobieren. So was. Und mein Ball, der ist verschwunden. Aber das macht auch nichts. Wisst ihr was? Wir werden die Ampel einfach noch einmal machen. Habe ich das gesehen?